Und damit willkommen zurück hier bei Alien Isolation. Hey, das sieht ein bisschen anders da aus wie den Punkt, den ich hier verlassen habe. Ja, in der Tat. Ja, mein PC fand es wohl total witzig, einen Neustart zu machen. Kacke. Und der einzige Speicherpunkt, der mir gegönnt wurde, war der hier. Es ist nicht viel geschehen. Ich bin hier durch diese Tür gegangen, durch den Schacht und Feierabend ist. Also ich laufe da den Weg jetzt nicht zurück. nee, es ist unspektakulär, wirklich unspektakulär gewesen. Viel ist da nicht verloren gegangen und mein Freund Hugo ist noch immer da. Ein bisschen weiter bin ich schon noch gekommen, von daher weiß ich, was jetzt gleich passieren wird. Oh nein, Licht geht an, Licht geht an. Oh. Da will ich aber nicht lang gehen. Da bin ich das letzte Mal lang gegangen. Das ist ein bisschen strange forward going. Ich will gerne diesen Weg entlang gehen. Ich glaube, das ist der Schacht. Da sind wir schon entlang gegangen, wo das Schiff entlang... Nee, das kann nicht gewesen sein. Das war eine Promenade. Das hier ist keine Promenade. Bindemittel, Leuchtfackeln, voll. Super. Ich weiß nicht, was das soll. Ab und an, dass der Rechner sich da einfach neu startet, auch wenn man im Spiel drinnen ist. Also das ist bei Windows 8 echt blöde geregelt. Ich habe das aber noch nicht gefunden, wie man das abschalten kann. Es nervt nur gelegentlich. Achso, ich habe einmal das Alien-Cool abgewehrt. Hm, schade, das ist natürlich verloren gegangen. Ausgerechnet das Coole. Ich sollte wohl wieder basteln. Ja, ich hasse es auch hier. Da sind wieder mal irgendwelche Leute da. So, auch wenn ich es natürlich nicht basteln kann oder fertig machen kann, weil ich schon zu viele davon habe, mache ich jetzt einfach mal solche Sachen. Das machen wir natürlich, solange es jetzt noch geht. Okay, das hat sich ja schnell erledigt. Rohrbombe haben wir. Okay, Molly. Ja, man kann echt niemanden trauen. Man weiß nie, welchem Drecksack man heutzutage noch so alles begegnet, ne? Was da? Ja, wir sollen weiterhin natürlich das Alien einfangen. Das ist nach wie vor immer noch das Einzige. Ist ein bisschen blöde gelöst. Was heißt blöde gelöst? Ich könnte natürlich die gesamte Mission neu starten, aber das wäre ab dem Zeitpunkt, wo wir mit dem Knilchen der Gefangenenzelle da gequatscht haben. Hugo, Ruhe. Hugo ist ein bisschen sauer auf mich, weil ich einen Molly auf ihn geworfen habe. Und getroffen habe. Ha! Ich wollte das eigentlich als Falle einsetzen, aber er ist irgendwie gekommen. Gott, ich hasse es hier. Clark ist tot. Okay, weil es nur eins ist. James Clark ist tot. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, bastelte er mit Schrott von der Station Sprengkörper zu seinem Schutz. Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein. Aber als ich vom Vorrätersammeln zurückkam, ja, fand ich nur Explosionsspuren und Blut. Ich bin jetzt alleine, also komme ich zu dir. Wo bist du, Elaine? Elaine ist bei Guybrush Threepwood, mein Freund. Niemandem trauen. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Halt die Klappe, da ist ein Alien da, das will uns töten. Achso. Achso, mit der Eingabe. Ja, okay, das war ja das ganz Einfache. Flammenwerferöl kriegen wir ziemlich viel. Hi. So. Weißt du, ich habe ein bisschen Schiss bei... Das ist total beschissen. Ja, du bist auch beschissen. Weißt du, wenn du so weitermachst, lockst du nur das Alien an. Wenn das Alien zu dir kommt, ja, ist mir das ja egal. Aber ich will nicht in der Nähe sein, wenn das Alien zu dir kommt. Ah, schon wieder dieses. Wow, ich habe eine Reaktion wie eine Schlaftablette. Ich hätte schon längst das da machen müssen. Übrigens, die Waffe wäre mir lieber. Viel lieber. Wirklich mehr als nur viel lieber. Also das ist mir so viel, viel lieber. Also so viel lieber kann mir das gar nicht sein. Okay. Ah. Schick. Wir können wieder mal rausgucken. Ansonsten. Genau, das ist nämlich die andere Tür, durch die ich gegangen bin.
wo dann alles angegangen ist. Also ich weiß, wo ich hin muss. Da ist da eine Tür. Die geht natürlich wieder nicht auf. Einmal eine Schlüssel. Wann eine Schlüsselkarte braucht. Moment, ich habe doch da hinten eine Schlüsselkarte aufgesammelt. Ha! Cool! Ah, es hat sich gelohnt, da hinten lang zu gehen. Sehr gut. Uiuiuiui! Uiuiui! Uiuiui! Hallo! Hallo! Nein! Bleib! Bleib, du blöde Station. Bleib einfach ganz. Das wäre mir am liebsten. Leer. Ladungspack. Ladungspack. Gibt es irgendwas, was interessant hier drin ist? Ich hasse das Spiel jetzt noch mehr denn je. Es gibt manchmal so Momente, da frage ich mich, muss man das mit Absicht machen? Achso, ich sollte diesen einen Tipp, den ihr mir da gegeben habt, natürlich beherzigen. Und vielleicht mal den Rückzugs- oder den Rücken frei. Ich bin drin. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Okay. Und ich sollte mir einfach solche Wege, bei denen ich halt irgendwas machen muss und nicht hinter mich gucken kann, einfach vermieden. Mit Molly. Das würde helfen. Wurde gesagt. Okay. Kiste. Flammenwerferöl. Also das mit dem... ja, gut. Ich weiß nicht, wie es später aussieht, ob wir dann wirklich noch so viel Flammenwerfer-Munition bekommen. Das ist wieder die große Frage. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall und alle Fälle. Okay. Scheiße. Vor allem das Viech ist jetzt angepisst. Und sauer. Und überhaupt nicht mehr gut drauf. Aber was springt mir das auch vor den Füßen runter? Das blöde Vieh, das blöde. Das dumme. Mann. Lass mich raten, ich muss da runter. Ich muss da irgendwie rein. Ich muss da einmal außen rum und dann halt so. Oh, nee, du. Blöds Vieh. Das ist wieder der andere. Der mit dem Fliegeschwanz. Okay. Das soll mir egal sein. Fliege, Fliege, Fliegeschwanz. Strom wiederherstellen, das war ja klar. Beziehungsweise ist ja auch die Aufgabe, den Strom wiederherzustellen. Die Frage ist natürlich nur die, wo ist Hugo? Also gut, Hugo ist schon mal das Alien, mit dem... Ha, mein Freund, deine Augen leuchten. Ich weiß, was das bedeutet. Nicht mit mir. Mach, was du willst. Ich könnte mich vorsichtig nähern und ihm natürlich eine überbraten, aber nö. Wahrscheinlich haue ich ab vor dem Alien, lauf über ihn drüber und sterbe. So direkt in die Sonne hinein. Das erinnert mich an diesen einen Film, wo sie die Sonne da starten mussten. Solaris?
Fragezeichen? Ausrufungszeichen? Nein, da ist kein Ausrufungszeichen mit dabei. Das ist nur ein Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Laufe ich annähernd in die richtige Richtung? Oh, ich bin hier begeistert. Speicher, Speicher, speichern! Ja, Gott sei Dank! Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Das, also das war echt so ätzend. Vor alledem, oh. Widerlich. Widerlich. Kappenterminal, da kriege ich aber nichts. Das will ich erst plündern. Also wenn jetzt dann die Taschen voll sind, ne, dann sind sie halt voll. Jetzt baue ich dann nichts mehr. Ne? Das ist irre. Ich sollte vielleicht die Sachen wirklich etwas öfters einsetzen. Das stimmt. Das sieht zwar so komisch aus. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher. Ja, Schrott. Okay. Voll Schrott, weißt du? Wie oft will ich den Flammenwerfer noch nachladen? Er ist voll. Bindemittel. dieses Tropfen, ne, das macht es nicht besser. Rechte und linke Maustaste halten und es zurück. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Benin-Pult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Ja, doch, es war mir so klar, dass ich jetzt in den anderen Raum muss. Gefahrenstoffleck registriert. Toll. Danke! Nein, wir machen das im Kabu nicht schwerer. Nein, niemals. Oh, komm. Danke. Revolvermunition? Ich glaub's ja gar nicht. Wir benutzen heutzutage noch einen Revolver. Lockt doch nur das Alien an. Ist das jetzt das Richtige? Da rein? Ja. Cool. Und wohin? Schön zu wissen, dass ich da durch kann. Okay, das habe ich doch gesucht. Ah, gefunden. Sicherheitsgenerator. E und A. Die richtige Antwort wäre D gewesen. Gefahrenstoffleck bestätigt. Sicherheitsverfahren eingeleitet. Und kommen Sie aus dem Labor. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Ach nein, hab ich vor. Exit in diese Richtung. Ich nehme mal an, ich soll in diese Richtung. Du willst mich doch verscheißern, oder? Da muss ich... Nee, ich muss da hinten raus. Okay. Ja, will ich ja. Du hinderst mich nur daran, gerade meinen Alien-Freund Hugo zu hören. Okay, ich nenne ihn Horst. Fliegeschwanz ist Horst. So. Oh, so viele Schränke, die ich alle durchsuchen könnte. Bin ich noch richtig? Yep. Ich hätte da drin doch mal speichern können, ne? Ja, das geht doch, oder? Geht. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Ich kriech aber lieber... Versteht das Spiel dich, oder? Nö. Es tut mir leid, Ripley. Abwurfvorgang wurde eingeleitet. Bitte Abstand von den Türen halten. Du mieses, dreckiges, kleines... Nein! Dummes... Arschloch! Nein, Mann! Na toll! Klar doch! Und ich frag mich, warum das blöde Vieh...
Au. Oh Gott, ich kotze gleich. Okay, zu spät. Und ich frag mich doch, warum ist da ein Airlock? Das sieht ein bisschen verdächtig aus. Ich hab's dieses Mal nicht verschrien. Ich hab's mir nur gedacht, ja? Naja, zumindest ist Horst bei uns. Oh Gott, mir wird schlecht. Also ich laufe wirklich geradeaus. Ich laufe geradeaus. Nicht mehr, nicht weniger. Nur geradeaus. Oh Gott. Ich weiß halt echt nicht, wo Horst ist. Toll, super. Der blöde Android liegt natürlich immer noch da. Normalisieren? Normalisieren Sie den? Ja, klar! Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallankündigung. Na, frisst das, du! Arschloch! Blödmann! Lass ich gelten. Scheiße. Mann. Der greift mich doch wieder. Nein, ich wollte nur so. Oh mein Gott. Ja, gut, okay, was soll's. Ja, was ist, hä? Was ist, hä? Komm her, Putt-Putt. Friss Feuer, Horst. Friss Feuer. Friss, hau ab, Horst. Mach schneller. Schneller. Interessiert mich nicht. Schneller. Ansonsten, mein Gameboy ist schneller. Ah. Ach so, das war die... Ah, okay. Ich habe gedacht, das Viech hätte mich irgendwie gegriffen. Also der Typ da. Oh nein. Warum gefällt mir das jetzt nicht, was jetzt kommt? Okay. Ja klar, Loro. Ich lass mich einfach so in den Weltraum heraustreiben. Au! Au! Wow! Wow! Tat bestimmt weh. Okay. Ja. In der Hocke bin ich also leiser, okay. Waffen sind Werkzeuge. Für jeden Job gibt es die richtige. Mhm, das haben wir jetzt eben gesehen. Wow, cool. Ich will hier nie wieder raus. Ich bleib hier drinnen. Nee, bleib ich nicht. Okay.
Allerdings, ich mache einen Cut an dieser Stelle. Ich traue meinen Rechner gerade nicht so. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich traue meinem Rechner immer noch nicht so. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei wärt. In diesem Sinne, Baba.